ich lese Verbraucherzentrale NRW, ZDF, WISO, nebenberuflich selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung und Marketing. Ich bin angekommen auf der Seite 50 im Kapitel richtig kalkulieren und finanzieren, die Basis des Erfolgs, und bin angekommen bei Kontoführung und Liquidität. Als letztes habe ich ein Beispiel vorgelesen. Das Beispiel hieß: besser Kreditzinsen zahlen als aufs Konto verzichten. Auf Seite 50 kommt noch ein Tipp: klare Ziele definieren. Und dann ein Beispiel: Zinsverlust durch späte Rechnungsstellung. Es geht dann weiter mit, wie Sie an Bankkredite kommen, die optimale Tilgungsdauer bei Krediten, was Sie über Bürgschaften wissen sollten. Und dann endet das Kapitel auf Seite 57. Im ersten Schritt sollten Sie genau durchrechnen, wie viel Geld Sie für laufende Ausgaben und die ersten Investitionen brauchen. Dazu kommt eine ausreichende Geldreserve, mit deren Hilfe Sie die Zeit bis zum Eintreffen der ersten größeren Umsätze überbrücken können. Auf jeden Fall sollte ein möglichst großer Teil dieser Gelder aus Eigenmitteln bestehen. Einige Monate nach dem Start kommt dann oft der Knackpunkt, an dem sich entscheidet, ob Sie mit Ihrer Geschäftsidee Fuß fassen oder nicht. Tipp: klare Ziele definieren. Um Ihr Risiko so weit wie möglich zu reduzieren, sollten Sie bei Ihren Ausgaben und Investitionen ganz klare Prioritäten setzen. Jede Investition muss den maximalen Ertrag erwirtschaften. Bei der Planung Ihrer Investitionsfinanzierung ist damit die Rangfolge klar. Was Ihrer Produktivität dient, zum Beispiel Maschinen oder Computer, hat Vorrang gegenüber dem, was der Repräsentation dient, zum Beispiel Büroeinrichtung. Ein wichtiger Aspekt auch nach der Gründungsphase ist, dass Sie als Selbstständiger praktisch immer in Vorleistung gehen müssen. Sie müssen Material einkaufen, Ihre Arbeit erledigen, einen Käufer finden und dann warten, bis die Rechnung bezahlt ist. Das ist ein Prozess, der sich über Wochen oder gar Monate hinziehen kann. Mittelfristig sollten Sie unbedingt in der Lage sein, diese Zeitverschiebung aus eigenen Geldmitteln zu finanzieren. Andernfalls würde nicht nur Ihr Gewinn empfindlich durch die teuren Kreditzinsen geschmälert, sondern es würde auch schon bei kleineren Misserfolgen die Überschuldung drohen. In diesem Zusammenhang sollte das zügige Ausstellen von Rechnungen eine Selbstverständlichkeit sein, denn je länger Sie auf Ihr Geld warten, desto größer wird Ihr finanzielles Risiko. Daher sollten Sie zwischen dem Zeitpunkt der Ablieferung Ihrer Arbeit und dem Schreiben der Rechnung nicht unnötig Zeit verstreichen lassen. Wenn noch Preise oder Konditionen zu klären sind, sollten Sie diese Aufgaben, auch wenn sie Ihnen unangenehm sein sollten, nicht vor sich herschieben, sondern am besten schon bei der Auftragserteilung lückenlos klären. Gerade bei Unklarheiten ist so mancher Kunde versucht, die Rechnung zuerst einmal liegen zu lassen. Halten Sie sich nochmals vor Augen: wenn Sie Ihre Arbeit erledigt, aber noch nicht abgerechnet haben, müssen Sie dies schon als offene Forderung bewerten. Mit Ihrer Arbeit, den Rohstoffen und den sonstigen Kosten sind Sie bereits in Vorleistung getreten. Außerdem steigt das Risiko des Zahlungsausfalls, je höher der Stand Ihrer offenen Forderungen ist. Wenn Sie das Abrechnen Ihrer Leistungen auf die lange Bank schieben, kostet aufgrund des Zinsausfalls jeder verlorene Tag bares Geld, weil Sie es dann möglicherweise nicht schaffen, Ihr Girokonto ins Haben zu bringen oder einen Kredit vorzeitig zurückzuzahlen. Weitere Praxistipps zum rechtssicheren Ausstellen von Rechnungen und zur Reduzierung des Ausfallrisikos finden Sie im Kapitel Haftungs- und Ausfallrisiken, Seite 59. Thank you.
Zinsverlust durch späte Rechnungsstellung. Sie erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von 9.000 Euro, weil Sie aber mit Ihrer Arbeit kaum nachkommen, schreiben Sie Ihre Rechnung nur alle zwei Monate, weshalb Ihr Girokonto oft in den roten Zahlen ist. Bei einem Dispo-Zinssatz von 13,5% und einer durchschnittlichen Verzögerung bei der Rechnungsstellung von 30 Tagen entsteht Ihnen ein Zinsverlust von gut 100 Euro pro Jahr. Nicht eingerechnet ist hier der zusätzliche Arbeitsaufwand, der dadurch entsteht, dass Sie mehrere Wochen alte Vorgänge nachvollziehen müssen. Also, Rechnung immer direkt stellen. Wie Sie an Bankkredite kommen. Es gibt eine Checkliste. Es gibt ein Zitat eines Mitarbeiters der Verbraucherzentrale NRW. Der warnt vor unseriösen Kreditvermittlern. Und es gibt einen Tipp, alternative nutzen mit einer Internetseite www.mikrofinanz.net. So, und dann geht es weiter mit der optimalen Tilgungsdauer bei Krediten. Dann geht es um Bürgschaften und dann ist das Kapitel zu Ende. So, ich mache mal die Zeichen weg. Wie Sie an Bankkredite kommen. Wenn Sie nebenberuflich in die Selbstständigkeit starten, hält sich der Investitionsaufwand meist in Grenzen. Trotzdem kann es vorkommen, dass Sie für die Erstausrüstung einen kleinen Kredit benötigen. Dann werden Sie feststellen, dass die reißerisch beworbenen Ratenkredite zum Minizins kein Existenzgründerdarlehen sind. Wenn Sie als Verwendungszweck Existenzgründung angeben, wird der Kreditantrag abgelehnt mit dem Hinweis, dass die Kredite ausschließlich für private Verwendungszwecke genehmigt werden. So. Und jetzt kommt die Checkliste, farbig abgesetzt, wie viel Kredit benötige ich. Rechnen Sie möglichst exakt durch, wie viel Geld Sie sich leihen wollen. Überlegen Sie dabei auch, ob einzelne Ausgaben wirklich notwendig sind, denn je höher der Kredit, umso länger dauert es, bis Sie mit Ihrem Geschäft die roten Zahlen verlassen. Wie viel eigenes Geld kann ich in meine Geschäftsidee investieren? Was brauche ich für Investitionen wie zum Beispiel Maschinen oder Lagereinrichtungen? Müssen laufende Ausgaben zum Beispiel für Marketing oder Wareneinkauf zwischenfinanziert werden? Sind die zu erwartenden Erträge so hoch, dass nach Abzug der monatlichen Kreditraten und betrieblichen Aufwendungen Geld in der Kasse bleibt? Jetzt geht's weiter mit dem Text. Nun kommt es darauf an, ob Sie nur einen kleinen Kredit brauchen und mit Ihrem Vollzeithauptberuf ein sicheres Einkommen als Arbeitnehmer vorweisen können. Falls ja, können Sie mit einem kleinen Umweg an das Ziel des günstigen Ratenkredits gelangen. Nutzen Sie für die Finanzierung Ihrer Aufwendung zunächst den Dispo-Kredit auf Ihrem privaten Girokonto, der für eine dauerhafte Finanzierung natürlich viel zu teuer ist. Im Anschluss daran beantragen Sie einen zinsgünstigen Ratenkredit, der nun praktischerweise einen ganz anderen Verwendungszweck hat, nämlich die Ablösung Ihres privaten Dispo-Kredits. Diese Verwendung wird von vielen Banken akzeptiert und Sie haben mit einer kleinen Zwischenstation einen Kredit mit niedrigem Zins erhalten. Die oben erläuterte Vorgehensweise funktioniert natürlich nur, wenn Sie eine feste Anstellung haben und aus dem regelmäßigen Einkommen der Bank
die notwendige Bonität darlegen können. Schwieriger wird es, wenn die nebenberufliche Existenzgründung aus dem Studium, aus der Elternpause oder aus der Arbeitslosigkeit heraus erfolgt. Auf jeden Fall kann es sinnvoll sein, die staatliche Förderbank KfW anzuzapfen. Diese stellt für Gründer mit geringem Kreditbedarf das sogenannte Startgeld bereit. Das ist in Form eines Darlehens bis zu einem Betrag von maximal 100.000 Euro gibt. Das Startgeld ist laut Kreditbedingungen auch für nebenberufliche Existenzgründer zugänglich, die mittelfristig eine Vollzeitexistenz aufbauen wollen. So, jetzt kommt ein Zitat eines Gruppenleiters Finanzen und Versicherung bei der Verbraucherzentrale NRW. Der warnt vor unseriöser Kreditvermittlung. Wenn für Sofortkredite ohne Schufa geworben wird, sollten die Alarmglocken schrillen. Dahinter stehen oft unseriöse Vermittler, die zuerst einmal Gebühren für ihre Dienste verlangen. Wenn dann der Kreditvertrag doch nicht zustande kommt, was häufig der Fall ist, bleibt der Finanzierungssuchende nicht selten auf den bereits gezahlten Auslagen sitzen. So, es geht jetzt weiter mit der KfW. Allerdings können Sie bei der KfW keinen Kredit direkt beantragen, denn das staatliche Geldinstitut betreibt keine Filialen und auch keine Direktbank. Für Kreditnehmer läuft der Kontakt ausschließlich über die Hausbank, die dann die Anträge an die KfW weiterleitet. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Gründer häufig hartnäckig nachbohren müssen, bis ihnen dieses Kreditangebot gemacht wird. Der Grund für die Zurückhaltung vieler Banken: für die Vermittlung von kleinen Darlehen bekommen Sie nur eine niedrige Provision von der KfW. Tipp: Alternative nutzen. Als privatwirtschaftlich organisierte Alternative zur KfW gibt es speziell für die Finanzierung von Mini-Gründungen das Deutsche Mikrofinanzinstitut DMI, das ein Netzwerk aus lokalen und regionalen Kreditanbietern organisiert. Die Einzelprogramme sind oftmals zeitlich begrenzt und ändern sich häufig, sodass Sie sich am besten auf der DMI-Webseite www.mikrofinanz.net über Details informieren. So, ich habe hier leider kein Wasser stehen, deshalb geht es gleich, nachdem ich was getrunken habe, mit die optimale Tilgungsdauer bei Krediten weiter. Tschüss.